Nehmt nun noch einen kräftigen Schluck Kaffee, sodass wir frisch gestärkt in das Webinar einsteigen können. Ayert, darf ich damit dir das Wort übergeben? Ja, vielen herzlichen Dank, Andreas. Vielen herzlichen Dank an die Teilnehmer der heutigen Veranstaltung. Mein Dank gilt auch euch, Ursula, Andreas, dass ihr das so möglich macht, und der Swiss ICT und auch der Initiative Connected Learning, dass das so unterstützt wird. Ich freue mich sehr, dass wir heute im zweiten Teil unserer Agile Coffee Break sind und uns mit den Ergebnissen unserer Studie, die wir gemeinsam durchgeführt haben, auseinandersetzen und ich ein paar der Aspekte hier vorstellen und wir dann hoffentlich auch diskutieren dürfen. Nochmal zur Erinnerung, die Studie Status Quo Scaled Agile haben wir jetzt das vierte Mal insgesamt durchgeführt, auch wieder oder auch mit Unterstützung der Swiss ICT. Weitere Partner waren unter anderem auch die Scrum.org, aber auch die IPMA. Und so haben wir die Möglichkeit gehabt, sehr verschiedene Perspektiven mit einzubinden. Insgesamt hatten wir über 600 auswertbare Teilnehmerbeiträge aus über 20 ändern, und das ist die Basis dessen, worüber ich hier heute ein wenig berichten möchte. Die Studienberichte sind verfügbar, die Webseiten sieht man hier, statusquoagile.net für die englischsprachige Version und statusquoagile.de. Und auch diese und andere Folien sind nicht nur über die Connected Learning Plattform, sondern auch über meine Webseite, man sieht sich hier unten ganz klein, comus.de, verfügbar. Letztes Mal haben wir gesprochen über das Thema Wunderwaffe Agil. Heute soll es nun um die Betrachtung gehen, was macht agiles Arbeiten auf Teamebene erfolgreich. Nächstes Mal setzen wir uns dann auseinander mit dem Thema, wie wir das auf der Gesamtebene der Gesamtorganisation durchführen. Heute also zwei Kernpunkte. Das eine, worauf ich eingehen möchte, sind die wirklichen Herausforderungen. Agile Methoden, das hatten wir auch letztes Mal schon besprochen, sind inzwischen, so denke ich, relativ anerkannt. Es ist, glaube ich, gut verstanden, dass zumindest in gewissen Bereichen, auch das hatte ich ja letztes Mal kurz angerissen, agile Methoden einfach die Methoden der Wahl sind. Nicht überall, aber in gewissen Bereichen. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass die Einführung für viele Unternehmen als große Herausforderung gesehen wird in allen Bereichen. Sowohl die vermeintlichen Vordenker, Startups und IT-Unternehmen, aber eben auch die anderen Organisationen, die diese Themen inzwischen dankbar aufnehmen, bis hin zum Public-Sektor und auch sehr konservativen und klassischen Organisationen. Und das ist genau der Schwerpunkt des heutigen Tages. Was sind die wirklichen Herausforderungen und worauf kommt es dann bei der Einführung an? Das sind die Schwerpunkte, die ich heute setze. Und zu Beginn haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, wo wir einfach auch nochmal Ihre Meinung abfragen möchten dazu, was denn nun die Schwerpunkte sind, worauf kommt es an. Da würde ich jetzt, Ursula, dich darum bitten, dass du die vielleicht einspielst. Da sind sie. Die Frage lautet, wo sind die größten Herausforderungen bei der Umstellung auf agile Ansätze? Und da sind vor allen Dingen zu nennen gesetzliche Anforderungen, Standards oder Vorgaben, externe Kunden, Auftraggeber, Struktur des Produktes, interne Kunden oder Auftraggeber, internes Umfeld, das mittlere Management, das Team, das Top-Management oder die internen Prozesse. Meine Bitte wäre es, genau eine Antwort herauszuwählen, wo liegen die größten Herausforderungen, vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung heraus, wo denn nun die Schwierigkeiten sind, wo muss ich mit den größten Hindernissen und dementsprechend auch größten Change-Aufwänden rechnen. Ah, und wir sehen eine recht breite Verteilung. Da müssen wir jetzt mal entsprechend das zuordnen. Am meisten wurde die Option 7 genannt. Das ist das interne Umfeld, also andere Bereiche. Das spielt die größte Rolle. Die anderen Bereiche, die Abstimmung mit den anderen Bereichen. Die zweitmeist genannte Option ist das Top-Management. Und dann haben wir schließlich noch die Option
4, 8, 9 und 11. Das sind externe Kundenauftraggeber, mittleres Management und schließlich die internen Prozesse. Also relativ breite Darstellung, sind sicherlich auch viele Aspekte, die eine große Rolle spielen können. Aber wie gesagt, meist genannt das interne Umfeld und das Top-Management. Gut, vielen herzlichen Dank dafür. Schauen wir uns das mal an, wie das im Vergleich in der Studie bei Status Quo Scaled Agile aussah. Auch dort haben wir diese Abfrage durchgeführt und wir werden gleich nochmal sehen, welches die verschiedenen Herausforderungen dort sind, die genannt worden sind. Ich möchte aber vorher nochmal eingehen auf die Unternehmen, die von sich selber sagen, dass sie nicht mit agilen Methoden arbeiten. Was sagen die denn, warum sie nicht mit agilen Methoden arbeiten? Das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, nicht nur zu schauen, was sagen die, die damit arbeiten, sondern die, die es deswegen vielleicht ganz vermeiden. Und deswegen halt im Part wirkliche Herausforderungen die folgende Darstellung. Wir haben also die Unternehmen oder die Teilnehmer, die von sich selber sagen, sie arbeiten durchgängig klassisch, also weder agil durchgängig noch hybrid noch selektiv, gefragt, warum werden agile Ansätze in ihrem Unternehmen nicht angewandt? Das war eine Multiple-Choice-Frage. Und die meistgenannte Antwort war, die Rahmenbedingungen erlauben keinen Einsatz agiler Ansätze. Das entspräche sehr weit reichend ja auch schon dem, was wir eben hatten. Das Umfeld, Rahmenbedingungen, wobei wir die Rahmenbedingungen jetzt nochmal weiter dargestellt hatten über Budgetierung, Festpreis, Projektzielvorgaben. Das ist ja dann sicherlich ja auch interne Prozesse, andere Abteilungen, die das zum Teil mit vorgeben. Spannend auch, immer noch ein Drittel immerhin der Unternehmen sagte, wir planen uns mit dem Thema zu beschäftigen, oder auch wiederum ein Fünftel, wir haben uns nicht über die Ansätze informiert. Also da sind die Unternehmen anscheinend immer noch unterschiedlich weit. Und dann sind wir bei dem anderen meistgenannten Thema eben aus unserer kleinen Umfrage, der Wandel überfordert unsere Führungskräfte. Also das sind so die wichtigsten Themen, die dort genannt worden sind. Eine weitere Frage, oder wir haben die Frage dann in ähnlicher Form auch nochmal gestellt, an die Unternehmen, die in Anführungszeichen nur Hybrid nutzen. Nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, in der letzten Coffee Break hatte ich es, glaube ich, dargestellt. Wir haben ja in drei agile Gruppen unterschieden, nämlich die, die durchgängig agil sind, diejenigen, die hybrid arbeiten und diejenigen, die selektiv arbeiten. Und dort finden wir wiederum eine sehr starke Nennung, die Rahmenbedingungen, das entspreche wieder dem, was wir eben auch hatten, und dann schließlich auch die Führungskräfte. Das halte ich schon für relativ spannend, weil je nachdem, mit wem man sich unterhält, insbesondere früher auch die Sichtweise oder die Fragen immer im Bereich des Teams waren. Also als ich vor circa 10 Jahren begonnen habe, dieses Thema darzustellen, als ich vor circa 10 Jahren in Workshops das erörtert habe, war immer wieder die Frage, ja, ein selbstorganisiertes Team, geht das denn? Und wir sehen, augenscheinlich scheint das gar nicht so sehr das Thema zu sein, sondern ein wichtiges Thema ist vielmehr die Thematik, wie können denn die Führungskräfte damit umgehen? Wie können die das managen? Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sehen. Schauen wir uns noch ein drittes Ergebnis aus unserer Studie an, die Herausforderungen für die erfolgreiche Umsetzung agiler Methoden oder agiler Ansätze. Was sind die wichtigsten Herausforderungen? Jetzt sind wir also wirklich bei denen, die auch agil schon arbeiten, nach eigener Aussage, agil, hybrid oder selektiv, alle drei Gruppen. Und wieder sehen wir die internen Prozesse, das Top-Management und das mittlere Management als die meistgenannten. Auch genannt mit einer ähnlichen Prozentzahl ist wiederum das Team. Also hier spielt das Team dann doch schon eine relevante Rolle. Wobei ich aus meiner Erfahrung sagen muss, dass die Entwicklung des Teams, das Training, eine Thematik ist, die natürlich immer im Auge behalten werden muss, aber die an vielen Stellen überraschend gut funktioniert. Meine Wahrnehmung ist, es gibt einzelne Personen, die haben da keinen Spaß dran, die wollen sich nicht einlassen auf das Thema. Die wird man sicherlich nur sehr schwer überzeugen können, vielleicht auch nie. Aber für die meisten Mitarbeiter ist es dann durchaus
relativ eingängig und gut zu erlernen, auch wenn man natürlich permanent an der weiteren Perfektionierung oder an der weiteren Optimierung dort arbeiten muss. Gut, also in der Hinsicht ein relativ konsistentes Bild, immer wieder. Es ist nicht nur das oder nicht die oft genannten Teammitglieder, die eine größere Rolle spielen, sondern wir haben es auch in anderen Studien erfragt und auch in Workshops. Auftraggeber als wichtige Rolle noch, Umfeld und das Management, das sind wichtige Faktoren. Genau, hier kommt nochmal der Aspekt des Auftraggebers hinzu. In der Hinsicht sicherlich relevant, dass Auftraggeber auch ein neues Rollenverständnis entwickeln müssen. Abschließend noch eine letzte Studie. Wir haben in Bezug auf die Hardware-Entstehung, auf den Hardware-Produktentstehungsprozess auch wiederum eine ähnliche Frage gestellt. Wo sind die Herausforderungen? Und es war wieder vorgesetzte Arbeitsumfeld und Auftraggeber. Hier war es jetzt eine Studie, nicht die Status Quo Scale und Agile, sondern eine Studie spezifisch nochmal bezogen auf die physische Produktentstehung. So, was bedeutet das immer wieder? Sehen wir die Vorgesetzten als wichtige Faktoren, und ich denke, das muss man eben auch in der Praxis unbedingt ernst nehmen. Viele Führungskräfte sind verunsichert, oftmals viel mehr verunsichert als zum Beispiel die Teammitglieder. Was nach meiner Erfahrung da oft eine Rolle spielt, ist die Sorge von vielen Führungskräften, welche Rolle werde ich dann noch spielen, spiele ich überhaupt noch irgendeine relevante Rolle? Und diese Fragestellung, die treibt dann viele Führungskräfte entsprechend um. Hilfreich ist es zu verstehen, dass das Thema schon relativ gut untersucht wurde, nämlich in dem Sinne, dass geprüft wurde, welche Rolle spielen Führungskräfte im Agilen, sind die überhaupt noch relevant? Google hat dazu intern Studien aufgesetzt, weil genau diese Fragen da waren. Und das spannende Ergebnis war, Führungskräfte spielen nicht nur nicht mehr keine Rolle, sondern sie spielen sogar eine sehr wichtige Rolle. Denn zur Erklärung der Team-Performance waren Führungskräfte ein besonders wichtiger Faktor. Nur, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das, was eine Führungskraft ausmacht, ist eben etwas anderes als das, was wir vielleicht früher von der klassischen Führungskraft her kennen. Es geht nicht mehr um das sogenannte Command and Control, also die Vorgabe, die präzise Vorgabe, was zu tun ist und das wiederum einzufordern und zu überprüfen, zu kontrollen, sondern es geht darum, dass eine gute Führungskraft eben eher Leitplanken setzen muss, führen muss, Freiraum geben muss, der aber wiederum auch definiert ist. Wir sehen hier die verschiedenen Faktoren, die in der sogenannten Oxygen-Studie herausgearbeitet worden sind, und wir sehen Faktoren wie guter Coach, integratives Teamumfeld, Kommunikator, eine Vision, die vermittelt wird, die Zusammenarbeit, die gefördert wird, Teamplay, was gefördert wird, Produktivität, Unterstützung, Fähigkeit, sich hineinzudenken und schließlich auch dort zu entscheiden, wo entschieden werden muss. Denn auch zum Beispiel das Scrum-Team hat ja durchaus einen Rahmen, in dem es arbeiten muss. Eine weitere Studie, auch wiederum von Google durchgeführt, nämlich das Project Aristotle, hat noch einen anderen weiteren Aspekt herausgearbeitet, der sehr stark jetzt auch in anderen Studien betont wird, nämlich die sogenannte Psychological Safety. Das ist also ein wichtiger Faktor, dass Mitarbeiter trotz oder gerade wegen der erhöhten Selbstorganisation nun also unbedingt auch ein klares Bild davon haben müssen, was von ihnen gewünscht wird, was die Freiräume sind, die sie ausfüllen müssen, und die Sicherheit zu haben, dass sie eben zuverlässig arbeiten dürfen in ihrem Umfeld. Diese Punkte müssen nach meiner Erfahrung auch trainiert werden, die müssen entsprechend auch fachlich vermittelt werden, aber sie müssen auch erlebt werden. Dementsprechend ist eben auch die Einbindung und auch schließlich die, Verständnis der neuen Rolle ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche agile Arbeit. Und was wir hier sehen, ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus so der praktischen Arbeit.
ein Workshop-Ergebnis, wo eben deutlich wird, dass das agile Arbeiten eben nicht bedeutet, dass es keine Aufgaben mehr für Führungskräfte gibt, sondern wir sehen hier diesen Bereich Servant Administration und Leadership, und das erarbeiten sich die Workshop-Teilnehmer selber, und auf der Basis wird dann entsprechend auch den Mitarbeitern selber deutlich oder den Führungskräften selber deutlich, dass sie nach wie vor eine wichtige Aufgabe haben und wie diese dann entsprechend aussieht. Und das Selbsterarbeitete ist natürlich viel vertrauensbringender, als einfach nur das gesagt zu bekommen. Zweiter großer Block, wie kann denn eine Einführung aussehen oder worauf ist denn dann zu achten? Und das wird ja auch an vielen Stellen diskutiert. An vielen Stellen wird dabei auf die sogenannte Agile Onion, also die agile Zwiebel, wenn man es wortwörtlich benennen will, verwiesen. Und richtigerweise wird gesagt, dass es eben unterschiedliche Dimensionen gibt, eine agile Transition oder Veränderung durchzuführen. Und wir sehen hier auf der sozusagen untersten und innersten Ebene solche Themen wie Werkzeuge und Prozesse oder Praktiken. Das sind Dinge, die über Command and Control, durch einfache Trainings, durch Anweisungen verändert werden können. Aber das sind die Themen, die zwar sichtbar sind, aber im Endeffekt auch nicht wirklich die entscheidenden Unterschiede ausmachen. Viel wichtiger sind Aspekte wie Prinzipien, Werte und das sogenannte Mindset, also die Haltung, die entsprechend wirklich die Veränderung bedeuten. Es geht ja nicht darum, formal einen Scrum Master einzuführen oder formal jetzt in Sprints zu arbeiten, wenn der gesamte Denkansatz weiterhin so aussieht, dass man sowieso nur den Plan abarbeitet und genau das macht, was angewiesen wurde. Deswegen sind hier oben die Punkte, die eben weniger gut sichtbar sind, die aber viel mächtiger sind, sind die entscheidenden Punkte. Und diese Punkte sind eben aber auch schwieriger entsprechend zu vermitteln. Das ist eben die große Herausforderung bei einer wirklichen agilen Transition, die dann entsprechend immer in dem Vordergrund steht und entsprechend zu beachten ist. Nun ist es aber leider so, dass genau das, wie gesagt, das Schwierigste ist. Und hier habe ich einen Tweet vom Kollegen Lutz Ehrlich von der NBW, einem deutschen Energieversorger, mal einfach eingebracht. Appelle an den richtigen agilen Mindset sind wie 8-mal am Tag Zähne putzen bei Lungenentzündung. Kann man machen, gibt frischen Atem, bringt halt nichts. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wir haben auf der einen Seite das Verständnis, dass dies wahrscheinlich der wichtigste Aspekt ist, aber er ist sehr schwierig zu steuern. Und durch einfache Tätigkeiten wie zum Beispiel Zähne putzen werden wir eben nicht dahin kommen, dass sich hier grundlegend was verändert. Es bleibt also die Frage, wie man etwas verändert. Und an vielen Stellen sehen wir eben, dass sehr stark über Workshops, über sehr stark auch Kulturarbeit gearbeitet wird. In dem Kontext ist es mir persönlich wichtig, zu verweisen auf ein Zitat von Tom Peters, der in meinen Augen einen ganz wichtigen Punkt dort angesprochen hat, mit seinem Soft is hard und hard is soft. Was sagt Tom Peters? Peters sagt im Endeffekt, dass die harten Themen unbedingt über die soften Themen angegangen werden müssen. Ich denke an Beispiele wie zum Beispiel eine SAP-Einführung, die eben typischerweise zwar sehr herausfordernd sein kann, aber nur seltenst wirklich an technologischen Themen scheitert, sondern oftmals eben an weichen Themen, an Prozessthemen und Ähnlichem. Umgekehrt gilt aber nach meiner Erfahrung eben auch, dass auch eine Kulturveränderung zwar auch unterstützt werden muss durch entsprechende Kulturarbeit, aber eben auch erlernt und erlebt werden muss. Und das sind dann eben auch die harten Veränderungen. Deswegen habe ich persönlich recht gute Erfahrungen damit gemacht, beides miteinander zu verknüpfen und eben nicht zu viel nur Kulturarbeit zu betreiben, sondern entsprechend auch einfach die Dinge zu erleben, auszuprobieren und schon wirklich im operativen Doing zu machen. Wenn dies getan werden soll, dann ist es wichtig, dass gleichermaßen Training, Coaching und Konzeption berücksichtigt werden. Warum sage ich das und was will ich damit sagen? Erstmal, was will ich damit sagen?
in meinen Augen ist es wichtig, dass die Mitarbeiter im Team, natürlich auch das Management, fachlich verstehen, wie die neuen Ansätze und Prinzipien funktionieren. Natürlich muss das auch gecoacht, sprich begleitet werden. Aber es ist auch wichtig, gerade im größeren Umfeld, wir haben ja eben auch die Abstimmung mit anderen Abteilungen als wichtigen Punkt gesehen, dass es einfach konzeptioniert wird, wie arbeitet dieses Neue, wie funktioniert das neue Zusammenspiel. Und nur wenn alle drei Aspekte gut abgedeckt sind und auch gut miteinander synchronisiert sind, funktioniert das Ganze. Wenn nur einer der drei Aspekte zu kurz kommt, dann wird es typischerweise eben nicht mehr so gut funktionieren. Leider ist es aber so, dass wir in der Praxis sehr viel beobachten, dass einer der drei Aspekte oder vielleicht auch nur zwei der Aspekte besonders hervorgehoben werden. Das hängt oftmals auch zusammen damit, wer so eine Konzeption entwickelt oder begleitet. Sie kennen vielleicht die Aussage, mit dem Hammer in der Hand wird jedes Problem zum Nagel, und das scheint mir hier oftmals das Thema zu sein. Coaches, Berater, Trainer haben jeweils, wie ihr Name schon sagt, als Coaches, Berater oder Trainer einen Schwerpunkt im Coaching, in der Konzeption oder im Training. Und das führt dann eben zum Risiko immer, dass diese Punkte jeweils überproportional stark hervorgehoben werden. Wichtig nach meiner Erfahrung aber entsprechend eben ein guter Ausgleich und ein gutes Zusammenspiel. Ein weiterer wichtiger Punkt, und damit möchte ich dann auch langsam in Richtung Abschluss kommen, ist auch ein Verständnis davon, was agile Transition bedeutet. Und zu dem Zweck haben wir noch eine zweite Umfrage vorbereitet, wenn wir die bitte noch einspielen könnten. Genau. Wir hätten gerne noch Ihre Meinung zum Thema: Die Einführung und Nutzung agiler Ansätze ist durch starke Schwankungen gekennzeichnet. Stimmen Sie dem voll zu oder nur überhaupt oder eher nicht oder gar nicht oder wollen sich einer Angabe enthalten? Das wäre die Frage, die wir gerne noch Ihnen stellen möchten. Wie viele Schwankungen erwarten Sie oder haben Sie erleben müssen oder erleben dürfen in einer agilen Transition oder der Einführung und Nutzung agiler Ansätze? Ist das eine kontinuierliche Entwicklung oder ist das eher ein Auf und Ab? Da kommt das Ergebnis. Und wir sehen schon eine deutliche Mehrheit, insgesamt 70% der Teilnehmer, die sagen, es ist entweder vollständig durch starke Schwankungen gekennzeichnet oder zumindest stark oder auch stark durch Schwankungen gekennzeichnet. Und das ist eben auch genau meine Wahrnehmung, und daraus leite ich entsprechend eben auch wiederum die Empfehlung ab. Also genau, die Option 5 ist sogar keine Angabe. Das heißt, wir haben also ein Bild von 70 zu 20. 70%, die schon Schwankungen sehen, 20, die das eher nicht sehen. Und wenn wir, oder ich glaube, ich kann es auch zumachen, wenn wir uns das nochmal entsprechend anschauen, dann wäre das eben auch, stimmt übrigens auch mit unseren Studienergebnissen in weiten Teilen überein. Wir haben die Frage entsprechend auch in der Studie gestellt und wir haben wiederum über 50% gehabt, die zugestimmt haben, haben keine 40% gehabt, die das nicht so stark sehen. Und das bedeutet entsprechend, ich muss mich darauf einstellen, dass eben Schwankungen kommen. Ich muss also die agile Einführung unbedingt eher als Marathon, als Dauerlauf sehen. Beziehungsweise, ich möchte es sogar noch etwas weiter tragen, eine agile Transition ist in meinen Augen nie abgeschlossen, sondern es bedeutet eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich habe hier mal eine Meldung mitgebracht, die hat mich schon, ich sage mal, verwundert. Deswegen habe ich es auch so ein bisschen verschwommen dargestellt. Ich glaube, der Ansatz zu sagen, wir sind mit der agilen Transition jetzt fertig, die ist abgeschlossen, das passt einfach nicht, sondern vielmehr muss man sich, glaube ich, die agile Transition als kontinuierliche Reise vorstellen, die berühmte Journey, so wie es zum Beispiel hier auch bei dem Papier zur Spotify-Methode dargestellt ist, die dann entsprechend eben auch besagt, es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Das, was heute gilt, das ist morgen vielleicht nicht mehr der Stand des Wissens, der Stand, wie wir es machen. By the time you read this, things have already changed. Und auch im Sinne des eben komplexen oder teilweise chaotischen gilt es, das
zu akzeptieren, das auch als okay zu empfinden und von Anfang an zu berücksichtigen. Es sollte also unbedingt so sein, dass man eben nicht darauf setzt, irgendwann haben wir das Thema beendet, dann haben wir unser Ziel erreicht und dann sind wir fertig. Entsprechend gilt auch, es bringt eben nicht zu viel zu analysieren. Es geht darum, in kleinen, risikobegrenzten Experimenten vorwärts zu gehen. Und dann gilt eben, es muss einfach getan werden, entsprechend dem Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser, sollte man einfach anfangen, selber Erfahrungen zu sammeln und entsprechend den Weg in die Agilität, in die agile Transition einfach starten. So viel von meiner Seite heute im zweiten Teil zu den Herausforderungen und zu den Punkten, die bei der Einführung relevant sind. Und dann würde ich mich freuen, auch wenn wir jetzt die halbe Stunde schon fast um haben, würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten können. Ja, eine haben wir noch. Haben wir Zeit für diese? Wir haben ja viel jetzt über die Rolle der Führungskräfte gehört, aber welche Rolle kommt dann den Nicht-Führungskräften bei der Veränderung der Kultur zu? Sind das nur Zuschauer? Genau, das ist auch sicherlich eine spannende Frage. Die Frage, die finde ich besonders spannend, auch wenn ich mir Diskussionen oftmals so auf agilen Veranstaltungen anschaue, wo dann sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel auch darüber gesprochen wird, dass die Voraussetzungen durch das Unternehmen nicht optimal sind. Da ist dann oftmals so ein Verständnis, dass dem Team nur geholfen werden muss, fachlich den Prozess zu verstehen, aber die Voraussetzungen müssen geschaffen werden von den Führungskräften und von dem Umfeld. Und da habe ich persönlich immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu dieser Sichtweise. In meinen Augen gilt immer, Veränderung beginnt immer bei mir selbst. Das heißt, na klar muss ich identifizieren und analysieren, wo die Herausforderungen sind, aber ich muss das Konstruktive daraus machen. Das heißt, ich darf nicht zu viel Energie und zu viel Zeit in das Thema hineinstecken, wie das Umfeld sozusagen sein müsste. Wenn es denn nun so, nicht so ist, muss ich anfangen. Und ein wichtiger erster konkreter Schritt ist es in meinen Augen für das Team auch zu lernen, wie es geht, in diesem Umfeld zu führen und zwar auch nach oben hin zu führen. Ich spreche dort gerne immer von Führung nach oben oder auch Manage Your Boss. Und das ist ein Thema, was durchaus herausfordernd ist und was viel zu wenig trainiert wird, was auch viel zu wenig in der Denke nach meiner Wahrnehmung ist. Also klassische Betriebswirtschaftslehre geht immer noch von so einer Denkweise von oben nach unten, wird geführt, werden die Rahmenvorgaben gemacht aus und ja, jetzt bekomme ich einen Freiraum, so meine Box da, den Sprint zum Beispiel als Scrum-Team und in diesem Rahmen, den darf ich dann ausfüllen. Aber ich glaube, es geht weiter, was die Teammitglieder machen müssen. Führung von unten nach oben bedeutet auch zu denken in der Struktur der Führungskraft, die es eben in weiten Teilen noch gibt. Das werden wir auch im nächsten Bereich sehen, wenn wir uns mit skalierten agilen Methoden auseinandersetzen. Und ich muss in der Lage sein, meine Fragen, meine Vorschläge so aufzubereiten, dass auch die Führungskraft etwas damit anfangen kann. Ich muss in der Lage sein, meine Vorschläge, meine Ideen, meine Wünsche so zu kommunizieren, so auszugestalten, dass die Führungskraft damit arbeiten kann. Und das ist ein Thema, was einfach sehr, sehr wenig trainiert wird. Wie führe ich meinen Chef? Wie gebe ich entsprechend die Vorgaben, damit mein Chef damit arbeiten kann? Es gibt verschiedene Studien auch dazu. An vielen Stellen sind Vorgesetzte ja durchaus enttäuscht von ihren Mitarbeitern, wie schlecht die Kommunikation läuft, weil eben auch die Mitarbeiter es nicht wirklich schaffen, in der Struktur zu arbeiten, gerade wenn sie Freiheitsgrade bekommen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben, die auch auf Teamebene ansteht. Vielen Dank, Ed. Und falls noch weitere Fragen vorhanden wären, könnt ihr uns die, wie gesagt, auch in das Forum stellen. Wir werden diese dann offline beantworten. Und damit haben wir eigentlich auch schon beinahe das Ende unserer zweiten agile Kaffeepause erreicht. Wir hoffen, dass für jeden etwas dabei war, das er mit in den Arbeitsalltag mitnehmen kann.
Wir schalten noch kurz nun eine Umfrage auf, wie euch das Webinar gefallen hat und bedanken uns schon jetzt mal für die Beantwortung. Bitte den Zufriedenheit. Genau. Ja. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite her für die Teilnahme. Nächste Woche am Dienstag geht es weiter und am Mittwoch dann ja sogar beim Lean Agile Scrum, beim LAS. Das findet ja online statt. Nächste Woche Mittwoch, wenn ich es richtig erinnere. Da darf ich jetzt sogar auch noch ein paar mitmachen. Deswegen freue ich mich darüber, dass da beide Veranstaltungen in der kommenden Woche dann sind. Wunderbar. Also habt bis dahin eine gute Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal dann.